Zustand. Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass um solche Sachen gestritten wird. Und zwar ordentlich und kann man trainieren. Ich möchte gerne diesen Konflikt einhegen. Also ich möchte gerne ausdrücken, ich bin davon überzeugt, dass meine Analyse richtig ist, sonst setze ich mich nicht hin und referiere. Zweitens möchte ich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn meine Prognostik falsch ist. Ich habe das erlebt mit den Lichterketten. Ich möchte auch nicht aus Vergangenheit immer auf heute hochrechnen müssen. Aber du kannst mir glauben, wir hatten so massive Auseinandersetzungen damals, ein riesiges Zerwürfnis zwischen meinem Lager und den Autonomen zur Frage, ob man bei den Lichterketten mitmarschieren darf. Bei dem Konsens, nichts gegen die Abschaffung des Asylrechts zu sagen, aber gegen Pogrome zu sein. Die Sache ist nicht völlig gleich. Denn Lichterkette war bloßer Symbolismus, bloße Manifestation und nicht konkrete Hilfe. Ich will gar nichts gleich machen. Ich habe absichtlich in meine Rede diese Reflexion über Boat People eingebaut und sogar über sowas Hassenswertes wie den Aufstand der Anständigen eingebaut, weil ich niemals Humanismus schmähen will. Ich bin überzeugt davon, dass es diese Wende nehmen wird. Deswegen möchte ich eigentlich, um das nicht zu eskalieren, weil das gar nicht mein Ansehen ist, das zu eskalieren, möchte ich was anderes ausdrücken. Verärgert bin ich, wenn nicht ausgewertet wird. Verärgert bin ich überhaupt nicht über prognostische Differenz. Wenn ich das so unanalytisch sagen kann, so ein bisschen zuversichtlicher, ich zurückgenommener oder negatorischer. Verärgert bin ich immer, wenn nicht ausgewertet wird. Ich will dafür ein Beispiel geben, weil das auch in einer Frage mit angeklungen ist. Im Frühjahr habe ich einen Vortrag an der Hamburger Uni gehalten zu dem Thema, so ungefähr wie es gekommen ist, das wird aus Syriza werden. Also ich habe die Hälfte meines Redebeitrags gegen die deutschen Anmaßungen, Erpressung und so etwas und der Frage, ob daran Europa zerbrechen kann, gehalten und habe zum Zweiten gesagt, versucht zu entwickeln, warum ich Keynesianismus und Marxismus für einen Antagonismus halte, warum Keynesianismus für mich nicht krisenlösend, sondern krisenverschiebend und verschärfend ist. Und warum es in der bürgerlichen Gesellschaft eine Sehnsucht gibt, dass man doch nur 3, 4 Stellschrauben anders einstellt und dann der Kapitalismus krisenfrei funktionieren könne. Ich war an dem Abend nicht sehr beliebt. So. Also ich habe mir einigermaßen gerettet mit Rhetorik, aber im Laufe der Jahrzehnte weiß man jetzt ja auch, die ärgern sich über dich. Dafür muss man ja nur in den Saal gucken. Na, ist es so gekommen. Also nicht, dass ich der große Prognostiker bin, aber in diesem Fall ist es so gekommen. Und dann beobachte ich, die ganze radikale Linke, die viel sozialdemokratischer ist als ihre Akteure, das wissen, will da nicht mehr drüber sprechen. Es ist wie, als ob man aus einer großen Enttäuschung heraus ein Spielzeug beiseite legt. Das nächste Thema in diesem Fall jetzt die erfreulichen Aspekte der Willkommenskultur sich aneignet, nur um nicht bilanzieren zu müssen und nur damit das linke Leben immer aus der Behauptung von Chancen und Gefahren, dicken Bohren, geduldigen Bohren, dicker Bretter und allerlei erfreulicher Anknüpfungspunkte besteht. Das heißt, ich will eigentlich diese Differenz nicht zuspitzen, sondern mein Wunsch ist, dass wir, und das ist jetzt personalisiert, um es zu trivialisieren, dass wir in 1 oder 2 Jahren darüber sprechen. Sind die Hoffnungen zu Griechenland aufgegangen oder laufen wir im Moment objektiv
ein paar tausend Linksradikale in Wirklichkeit geknickt rum und sind froh, wenn sie über was anderes sprechen können, weil ihre Prognostik so falsch und schlecht war. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ich habe so viel fehlerhafte Prognostik in meinem biografischen Gepäck, da muss sich niemand für schämen. Also wirklich nicht. Ich tröste mich dann immer, dass bessere Denker als ich solche Scheiße auch alle an Haken haben. Also Rosa Luxemburg publiziert im Juli 1914, dass das Deutsche Reich kein Interesse am Ersten Weltkrieg hat. Das ist ein ziemlich herber prognostischer Fehler, wie wir heute wissen. Aber entscheidend ist doch, dass sie in dem Moment, wo ihre Prognostik nicht aufgeht, dadurch keine Vaterlandsverteidigerin, sondern Rebellin gegen das Ablaufende ist. Wenn ihr meinen Schrott lesen würdet, ich gebe ja eigentlich keine Hinweise, die mich denunzieren, aber wenn ihr meine weit übertriebenen Hoffnungen auf die Solidarność in Polen am Ende der 70er und frühen 80er Jahre lesen würdet, dann würdet ihr sagen, oh Thomas, da haben wir aber gedacht, du bist klüger. So, ich will sagen, ich habe nichts gegen prognostische Irrtümer, ich halte sie sogar für unvermeidlich. Ich will aber, dass ausgewertet wird. Ich kann es nicht ertragen, wenn ein ganzes Milieu besoffen den arabischen Frühling feiert. Ja. Ich publiziere und habe die Arschkarte gezogen, dass es vielleicht auch Gründe Israels gibt, sich vor bestimmten Entwicklungen in Ägypten zu fürchten. Und dass deren Einblick vielleicht besser ist als der des Jungle World Redakteurs, der gerade glaubt, er müsse Israel mal belehren, dass es eine große Chance verpasst, wenn es nicht für die Muslimbrüder ist oder was. Und dann tritt es nicht ein. Dann tritt es nicht ein, das ganze Gelüge von Support the Revolution und so weiter. Und dann ist das Thema tot. Dann gibt es keine Auswertung. Das ist was sozialpsychologisch innerlinkes. Und meine Sicht der Dinge ist, wer sich dreimal die Welt schönredet, wird resignieren und, ich nehme das Vereinnahmende, unser Milieu verlassen. Wer bereit ist auszuwerten, prognostische Fehler, analytische Fehler, Fehlbetrachtung des Keynesianismus, nicht gesehen, was für ein Scharlatan Varoufakis ist, das alles macht nichts. Der eigentliche Schaden wäre, wenn wir uns in 2 Jahren treffen, meine Prognostik ist aufgegangen, aber du hast ein neues Feld gefunden, das dir Hoffnung macht und mit dem du mich bezichtigen kannst, zu negatorisch zu sein. Das wäre schade. Okay. Sehr schön. Es gab beim nächsten Mal, warum der Hype? Entschuldige, das war eben zu lang von mir, deswegen. Es gab einen ums ganze Kongress vor 2 Jahren, auf dem ein Referent, ich will es jetzt nicht so peinlich für ihn machen, auch wenn er gar nicht da ist, sagte, man müsse vor diesen wunderbaren neuen Bewegungen des arabischen Frühlings gleichsam niederknien. Freude und Demut empfinden, anstatt alles immer zu kritisieren. Das passt wahnsinnig gut zu dem, was Thomas eben gesagt hat. Wir wissen ja inzwischen, was aus den Bewegungen geworden ist und aus dieser ganzen Romantisiererei und unkritischen Solidarität, die mit Verstehen der Prozesse nichts zu tun hatte, ist inzwischen ein großes Schweigen geworden, weil man das, was dann daraus geworden ist, nicht mehr erklären kann, weil man es ja gar nie versucht hat. Und das ist das Dümmste, was man eigentlich tun kann. Es hat mich stellenweise erinnert an Prozesse unkritischer Solidarität mit Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, wo man nicht sagte, ich gucke mir das genau an, ich kritisiere auch, was mir nicht gefällt und ich kann trotzdem solidarisch sein. Das war ja ein langer Kampf innerhalb der internationalistischen Linken, um zu solchen Positionen überhaupt erst zu kommen. Und irgendwie fällt einiges immer wieder zurück, zum Beispiel wenn eine Illusionsmacherei, bis heute wird ja in manchen linken Kreisen gerühmt, dass doch immerhin Deutschland
zwar es nicht geschafft hat, in Afghanistan ausreichend viele Brunnen zu bauen und Mädchenschulen zu retten, das hast du vergessen. Das ist ja ein ganz wichtiges Argument gewesen. Da wurden ja extra Demonstrationen in Hinterhöfen organisiert, um zu zeigen, dass die Frauenbefreiung dank deutscher Hilfe jetzt angesagt ist. Also es wurde dann immer, es wird dann oft bis heute rühmend erwähnt, dass aber die Deutschen sich nicht beteiligt hätten, was natürlich gelogen ist, weil sie es indirekt auch getan haben, am Irakkrieg. Und Fischer mit vibrierender Stimme der USA ein zitterndes Nein oder I cannot agree oder irgendein Schwachsinn hingeschüttelt hat. Wenn man von politischer Ökonomie nichts wissen will und deswegen nicht versteht, warum manche Dinge passieren oder auch eben nicht, dann wird man auch so naiv und romantisch und verklärend bleiben und immer wieder auf die Schnauze fallen mit seinen Erwartungen. Es war nämlich einfach so, dass das deutsche Kapital mit sicher 140, 160 Einzelbeziehungen zu Betrieben und Firmen und Dienstleistungsunternehmen im Irak ganz wunderbar laufende Geschäfte hatte, die durch den absehbaren Krieg oder durch die Intervention der USA, weil die andere Interessen hatten, einen anderen Zugriff, andere Kapitalinteressen dahinter. Da gibt es nun mal Streit. Das Kapital ist auch nicht lieb miteinander, sondern hat große Widersprüche, nicht nur international. Das heißt, es gab für die Deutschen, für das deutsche Kapital ganz viel Gründe zu sagen, Gottes Willen, nicht diesen Krieg, ob nun Gott oder nicht, egal, aber nicht diesen Krieg, weil dann ist alles platt, was wir uns aufgebaut haben an flutschenden Geschäften. Und dann sind, weil viel größere Truppen, viel mehr Geld, die Amerikaner drin und holen sich irgendwelche Ressourcen und Bodenschätze oder machen andere zu und zerbomben die Geschäfte, die gerade so gut mit uns liefen. So, das waren die Gründe. Aber bis heute wird gesagt, die tapfere deutsche Friedensbewegung mit Unterstützung der großartigen rot-grünen Regierung habe einmal jedenfalls sich als pazifistisch erwiesen. Was für ein Schwachsinn. Also auch die Siege müssen zerlegt werden und nicht nur die Niederlagen auseinandergenommen werden.